Mein Name ist Martin Bartonitz. Mein Steckenpferd ist das Dokumentenmanagement und Workflow-Management seit inzwischen 2 Dekaden. Ich arbeite bei der Sapirin AG, einem Hersteller für Enterprise Content Management, also Software für die Archivierung, Dokumentenmanagement bis hin zum Prozessmanagement. Und ich lade Sie herzlich ein, sich einmal mit uns anzuschauen, wie SAP-Anwender mit elektronischen Belegen sehr viel effizienter arbeiten. Und das mit der Sapirin ECM Suite für SAP. Im Folgenden werden wir Ihnen exemplarisch zeigen, wie das Zusammenspiel zwischen einem SAP-System und einem revisionssicheren ECM-System funktioniert. Dazu wird ein Anwender eine Bestellung in SAP anlegen und in das unternehmensweite Dokumentenmanagementsystem Sapirion überführen. Zu Beginn öffnet der Mitarbeiter das SAP-System und meldet sich mit seinen Benutzerdaten an. Im Anschluss daran ruft er die Bestellmaske auf und sucht den entsprechenden Lieferanten. Zusätzlich werden alle weiteren Parameter wie Artikelnummer, Bestellmenge, Lieferdatum und Kostenstelle eingetragen. Nach Eingabe aller relevanten Daten wird eine Nachricht ausgelöst. Somit ist diese vollständig angelegt sowie gespeichert und die Bearbeitung in SAP vorerst abgeschlossen. Die Verbindung zwischen den Objekten aus dem SAP ERP, wie zum Beispiel unsere soeben angelegte Bestellung, und dem ECM von Sapirion bietet SAP mit der SAP Archive Link Schnittstelle. Mithilfe des Basismoduls AirLink wurde das Dokument an Sapirion übergeben und revisionssicher archiviert. Allerdings können Anwender ohne SAP-Zugriff noch nicht sinnvoll auf dieses Dokument zugreifen. Die Metadaten der SAP-Objekte werden nicht mit dem Dokument an das ECM übergeben. Damit Nicht-SAP-Anwender ebenfalls auf diese Dokumente zugreifen können, sorgt der R-Indexer dafür, dass die über SAP archivierten Ausgangsdokumente mit SAP-Attributen angereichert werden. Somit sind diese auch über Sapirion-Clients recherchierbar. Nachdem der R-Indexer im Hintergrund fehlende Attribute ergänzt hat, wurde das Dokument in die bestehende Aktenstruktur des Lieferanten integriert und steht nun im unternehmensweiten DMS zur Verfügung. Auf unternehmensweite Akten, wie zum Beispiel Kunden-, Projekt- oder Lieferantenakten, kann mit dem Records-Link direkt aus der SAP-Umgebung heraus kontextbezogen zugegriffen werden. Ein Rundumblick auf relevante Dokumente ist damit sichergestellt. Auch auf Dokumente, die nicht im direkten SAP-Zugriff stehen. Der Benutzer greift über seine gewohnte SAP-Oberfläche auf die Sapirion-Funktionen zu. Ganz einfach geregelt. Wir haben nun das Zusammenspiel von 3 speziellen Komponenten der Sapirion Suite for SAP mit dem SAP-System gesehen und wie sie die Produktivität der Sachbearbeiter dort steigert. Lassen Sie uns noch einmal die wichtigsten Fakten für die 3 Komponenten AirLink, AirIndexer und RecordsLink zusammenfassen. Zum AirLink haben wir gesehen, dass die Anwender jedweden Beleg, sei es eine Rechnung, eine Bestellung oder sonstige SAP-Belege, auf Knopfdruck zur Anzeige bekommen, sodass sie viel schneller Entscheidungen treffen können. Sämtliche Dokumente sind revisionssicher archiviert. Und was auch wichtig ist, die Daten stehen zur Steuerprüfung im Kontext der GDPR zur Verfügung. Der AirIndexer erweitert den Benutzerkreis nochmal deutlich. Das heißt, alle Anwender, die normalerweise keinen Zugang zum SAP-System haben, können nun nach den Belegen genauso recherchieren, sei es nach Auftragsnummer, Kundennummer, und können so in dem unternehmensweiten DMS mitarbeiten und bereichsübergreifende Prozesse unterstützen. Der RecordsLink erweitert nun den Kreis der Belege. Das heißt, der SAP-Anwender bekommt nun auf Knopfdruck die gesamte Akte, an denen auch die anderen Personen, die nicht SAP-Zugriff haben, aus anderen Bereichen mitarbeiten, sodass wir nun einen Rundumblick auf zum Beispiel Personalakten, Kundenakten, Projektakten haben und eine Entscheidung viel fundierter getroffen werden kann.